Das Ganze nennt sich sprachlos. Wer mich kennt, mit Sprache, spiele ich mich mit mir immer sehr gerne stundenlang auf. Worum geht es? Wir haben diese ganzen Schlagwörter, die nennen sich digitale Kompetenz, informatische Bildung, IT und Medienkompetenz. Dann haben wir aber auch noch Lernen, Teilhabe, da gibt es Schlüsselkompetenzen, es gibt die Grundbildung, es gibt dann auch irgendwo noch das Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn wir im Primarbereich sind und dann noch in die Sekundaria weitergehen. Das sind die, die ja eigentlich sagen, das war auch das Thema vorher, dieses, worum geht es eigentlich wirklich in der Schule. Und da bin ich auch der Meinung, Multimedia-Aspekt ist in der jetzigen Zeit einfach noch so weit, dass man sagt, das ist als Zusatz gedacht. Wobei ich aber hier Ihnen Dinge mitbringe, wo ich sage, es kann auch stattdessen wirklich Multimedia bzw. Anwendungen im IT-Bereich für das Lernen zu Lernen genutzt werden, nämlich dort, wo die üblichen Fähigkeiten und Fertigkeiten vielleicht auch bei Kindern und Jugendlichen fehlen. Dann ist das ein Hilfsmittel zum Zweck. Schule, naja, mit beschäftige ich mich oder was würde ich Ihnen gerne einen kurzen Abriss geben? Schule, digitaler Wandel, natürlich, Schule, Chancen und Herausforderungen. Wobei, Sie sehen, Chancen sind das erste genannt, nicht die Herausforderungen. Dann zum Thema Medienkompetenz, Teilhabe und Konzepte bzw. Möglichkeiten. Ich weiß, textlastig, aber ich versuche es etwas aufzulockern. Es hat sich einfach viel geändert. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir leben, wie wir arbeiten, es hat sich so viel geändert und so schnell verändert. Du weißt, wo Schule, woraus ist Schule entstanden? Aus dem Heer. Schule ist militärisch strukturiert. Das ist die harte Wirklichkeit. Wir sind eine hierarchisch strukturierte Organisation, die baut auf Grundwerten und Haltungen aus der Zeit Maria Theresias. Das ist die harte Realität, aber auch wir entwickeln uns weiter. Und das darf man nicht vergessen. Seine eigene Grundschul-, Volksschulzeit ist dann doch etwas länger her. Und auch als ich in die Volksschule ging, es hat sich einiges entwickelt und verändert. Und auch ich bin Teil einer gewissen Veränderung. Und die ist manchmal vielleicht zu rasant und zu heftig und zu schnell. Aber es braucht immer wieder Impulse, um Wachstum zu ermöglichen. Die Herausforderungen. Jetzt hätte ich Sie fragen können, was glauben Sie, sind Herausforderungen für Schule und Multimedia? Naja, es gibt eine fehlende Klarheit. Worum geht's? Was ist das eigentlich? Was soll man es tun? Wie soll man es umsetzen? Wie ist denn das überhaupt technisch machbar? Haltungen, Konzepte sind unklar. Ist das jetzt so ein Kropf IT und Multimedia an dem in der Grundschule erwarteten Vermittlung von Grundkompetenzen? Gibt es Konzepte? Wie soll man denn das tun? Es ist wieder was dazu. Das ist immer die eine Seite, die man so im Hinterkopf hat, aber es gibt auch die ganz andere Seite. Diese Seite der Begeisterung, diese Seite des probieren wir es halt einmal, schauen wir, trial, error, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann haben wir hoffentlich was daraus gelernt und da sind wir wieder in Entwicklungsprozessen. Das flächendeckende Gesamtkonzept fehlt. Es gibt konzeptuelle Maßnahmen und es gibt auch den Bund, der sich sehr dafür einsetzt, dass Dinge umgesetzt werden, aber ein Konzept allein braucht um einiges mehr, damit es an der Basis ankommt und wir sind in einem Prozess. Die Aus- und Weiterbildungsangebote haben sich wirklich stark verbessert. Es gibt viele Angebote, aber da bräuchte es halt auch immer wieder eine strategische Fortbildungsplanung und die liegt dann halt wieder auf der Ebene der Schulleitung und wir befinden uns gerade in neuen Rollen. Vom Support, ja, die Schwierigkeit, wo bekommen wir Technik her, wer wartet diese Technik, haben wir die Hardware überhaupt an den Schulen? Wir reden ja von einem zweischneidigen Schwert. Wir haben öffentliche Schulen, Privatschulwesen, wir haben Bundesschulen, wir haben Landesschulen. Also, wer sind die Träger? Auch da, die Stadt Graz startet mit IT-Strategie neu. Immer mehr Schulen mit WLAN, mit Tablets, mit Convertibles aus. Aber, damit alle Dinge funktionieren, braucht es ein Hand in Hand. Und da wären wir wieder bei einem Gesamtkonzept, das auch finanziell umsetzbar ist. Und die Zuständigkeiten. Naja, wen frage ich denn jetzt? Wo darf ich das, darf ich was nicht? Und wenn ich was darf, wo muss ich hingehen? Da bin ich sehr flexibel, lebe in einem wunderbaren grauen Bereich und wir entwickeln. Und manchmal fragt man dann, auch wenn man draufkommt, dass da was vielleicht nicht geht. Also es ist im Sinne der Kinder, im Sinne des Lernens. Die Chancen, die Erweiterung der Bildungsmöglichkeiten, eine Bildungsgerechtigkeit. Ich habe ein wunderbares Wort kennengelernt oder eine Definition, Vertical Equity. Es gibt die Horizontal Equity und die Vertical Equity. Das ist genau der Unterschied zwischen Bildungsgerechtigkeit und Bildungsgleichheit. Ja? Bildungsgerechtigkeit meint, jeder bekommt das,
und jede, was er sie braucht, um optimal lernen zu können. Und es ist nicht für alle das Gleiche. Und es ist auch nicht fair, wenn alle das Gleiche bekommen, weil die Voraussetzungen andere sind. Die Lernleistungen von allen Kindern sind im Schnitt die gleichen. Nur es ist der Unterschied, wie viel Support-System ich durch Familie, durch was auch immer habe, dass es ausgleichen kann, was es dem Schüler nicht leisten kann. Das ist also Stichwort Nachhilfe. Das heißt, die Kinder sind alle gleich viel wert. Die Kinder können alle gleich viel und das ist einfach so ein Ansatz. Deswegen auch dieser Teilhabeansatz und der Bildungsgerechtigkeit. Spitzenleistungen müssen aber genauso gefördert werden. Wir reden nicht nur davon, dass wir, Sie verzeihen mir das salopp, die armen Haschern abholen, sondern es geht darum zu schauen, wo sind deine Talente, wo glänzt du, wo leuchtest du, wo brennst du, wo ist dein Talent. Das Ziel für uns am Standort ist, dass jedes Kind voll herausfindet, was es gut kann und da begeistert sein davon. Und wenn ich weiß, was ich sehr gut kann, kann mich kein weiteres System, auch hier schieres Wort, brechen. Denn ich weiß, was ich kann und ich habe gesehen, was mein Wert ist, für mich selbst nämlich. Und die Barrieren freien Zugänge, der Partizipation in einer Gemeinschaft, auch darum geht es für mich in der Technik. Schule Medienkompetenz, man spricht von der Medienliteracy. Das heißt, die Vernetzung, die Entscheidungsfindung, der Mediennutzen, ganz viele Kompetenzen, die man findet, die enden alle in demokratischen Handeln. Mit diesen Fähigkeiten, es endet im Endeffekt alles in einem Teil einer demokratischen Gesellschaft zu sein. Denn nur wenn ich aktiv teilnehmende Bürgerin bin, medienkompetent, die integriert ist, teilhaben kann, kommunizieren kann und so weiter, kann ich demokratisch handeln. Wie schaut es jetzt aber mit Schule und Medienkompetenz aus? Schule ist ja nicht immer gleich das, was jeder so unter einer Gesellschaft versteht. Sie merken schon, ich bin ein ganz ein kleiner Ketzer. Und gebe aber gerne Impulse und setze auch um. Wir haben die Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums aus dem Jahr 17. Wir haben Zielvorstellungen, die vorgegeben wurden. Was jetzt wirklich interessant ist, wir haben ein Unterrichtsprinzip. Da gehe ich eins noch nach vor, das Unterrichtsprinzip Medienerziehung. Das gibt es. Wir haben, ich denke, es sind 9 Unterrichtsprinzipien, die nur kaum noch im System so angekommen sind, was man davon weiß. Und das Prinzip ist curricular verbindlich. Es muss umgesetzt werden. Müsste umgesetzt werden. Es geht um Kompetenzmodelle und so weiter. Es geht um die Heranbildung kommunikationsfähiger, urteilsfähiger Menschen. Worum geht es? Kreativität und Freude. Die Förderung der Orientierung der Einzelnen in der Gesellschaft. Das klingt alles wunderbar, aber wie setzt man das Ganze um? Es geht um die niederschwellige Aufbereitung, und dann komme ich aus meiner Theorie auch schon raus. Die niederschwellige Aufbereitung, um sich etwas vorstellen zu können, zu verstehen, um Inhalte vermitteln zu können und dann sie tatsächlich selbstständig auch umsetzen zu können. Das ist ein Kompetenzstufenmodell. Und das ist verankert im Curriculum. Das heißt, es ist als Kompetenz, es ist uns verpflichtend eigentlich, das umzusetzen. Und das gilt eigentlich für alle Gegenstände. Nur auch in der Medienbildung. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Denken, Lernen, Probleme lösen. Das ist vom Bund beauftragt, finanziertes Modell gewesen, in dem die Frage war, wie wirkt sich das Projekt auf die Einstellungen und Kompetenz der Lehrkräfte aus? Worum ging es? 100 Volksschulen wurden in 20 Clustern zu je 5 Volksschulen geclustert. Was für ein wunderschöner Satz. Und technische Versorgung wurde vom Bund gesteuert. Naja, warum wohl vom Bund? Damit alle die gleichen Möglichkeiten haben. Das heißt, es wurde wirklich wahnsinnig investiert in iPads und was auch immer, um spielerischen Umgang, die Einführung des informatischen Denkens, Coding und Robotik, einfach die ersten Impulse hineinschnuppern zu können. Das sind Bilder von uns. Das Angebot war Lernmaterial, das kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde, Beboards, Lego, Vido und Scratch, um damit zu arbeiten und für die Lehrpersonen begleitende Fortbildungen, um eine fachlich korrekte Darbietung und Nutzung auch für die Schülerinnen und Schüler sicherstellen zu können. Man sieht, da merkt man was von einem Konzept. Ja, das ist nämlich eine Möglichkeit dann gewesen. Grundbedingung ist der Schlüssel zur Umsetzung, dann braucht es Kriterien und dann Struktur, strukturelle Maßnahmen und Modelle. Das wäre so die Möglichkeit einer Konzeptbildung. Ich bin noch immer sehr im Theoretischen drinnen. Und da ist für mich jetzt noch der Konnex, nicht nur zur Förderung von Talenten, sondern die Definition von Behinderung. Es ist eine unzureichende Partizipation. Es ist eben keine Möglichkeit, ein Potenzial zu entwickeln oder viel zu wenig. Und die Herausforderungen fehlen. Und da stellt sich die Inklusion dagegen.
nämlich die Teilhabe zu ermöglichen und das Augenmerk auf dieses Risiko und wie kann man es ausgleichen und die Möglichkeit der Medienbildung da entgegenwirken zu können. Ich gehe einfach jetzt genau in die pädagogische Praxis hinein. Zu unserer Schule, zu meiner Schule, ist ein barrierefrei seit dem Jahr 16. Wir haben von 400 Kindern, haben wir 25 Kinder mit einer Behinderung, teilweise schwerst mehrfach behinderte Kinder. Wir haben einen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund von um die 27%. Das ist eine gewisse diverse Schule, aber in einem Bereich, wo Vielfalt gelebt werden kann und auch noch eine lernerische Leistung möglich ist, wo nicht dann sich die Frage, man sich vielleicht von außen die Frage stellt, wer wird hier wen und wo haben wir welche Gesellschaftsschicht beziehungsweise gesellschaftlichen Rückhalt. Ich würde behaupten, unser Standort ist ein gewisser guter Spiegel der Gesellschaft, wenn er noch relativ optimal wäre. Ja, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir haben eine Durchmischung. Ein Teil des Teams sind nicht alle, wir haben 47 Lehrpersonen, insgesamt sind wir 80 Personen, für die ich verantwortlich zeichnen darf. Bunte Mischung von alt bis jung, von ohne Behinderung, mit Behinderung. Ich sehe es eigentlich gar nicht, dass mir völlig einerlei ist. Nur als kurzer Impuls, Grundbedingung für alles, Verbindung, Vertrauen und eine gewisse Resonanz und der Sinn, quasi, warum tue ich etwas, das ist die Grundvoraussetzung, eine Haltung entwickeln zu können. Warum tue ich, was ich tue? Wie waren meine Beziehungen und Bindungen als Kind, um dann wirksam sein zu können? Und das oben sind die Zahlen, die es Ihnen noch einmal zeigen. Kleiner Eindruck, wie es bei uns ausschaut. Wir haben eine gute Mischung aus alt und neu. Und das ist eines der Projekte. Durch Fundraising wurden 17 solche iPads angeschafft, als die der IT-Strategie 9 noch nicht gab, mit ausgestattet mit diversen Apps. Und wir haben, Sie sehen hier Kevin und Helin, das sind unsere Experten, Expertinnen für Digitaltechnik. Ja, Sie sind die Expertinnen und Experten. Ich habe keinen Tau, was wir zum Teil machen. Ich weiß es nicht, die kennen Apps, die kenne ich nicht. Und das ist jetzt nicht nur so eine Sache der, na gut, eine Lehre. Darum geht es nicht. Sie leisten wertvolle Arbeit. Die Kolleginnen und Kollegen, ich kann denen keine Antwort geben bei vielen Dingen, aber wir haben unsere Experten und Experten und die haben aber auch noch eine Behinderung. Und sie sind aber beseelt von dem Gesamten. Wir haben da verschiedene Medienberichte noch gehabt und unser Fokus ist Lese- und Rechtschreibkompetenz, haben wir vorher gehört, als eine der Grundlagen auch des Partizipierens an einer demokratischen Gesellschaft. Im Bereich der Geometrie, Mathematik, die Grundlage des Codings und im Bereich der Kreativität wird gearbeitet. Sie sehen das Osmo-Material, das ist im Bereich Mathematik, Deutsch und Geometrie. Barrierefrei, weil es mit Spiegeln arbeitet, also eine besondere Technik, die es nur für iPads gibt. Unten haben wir das Lego Vido und unten wird da links und Scratch gearbeitet. Es werden Filme in Stop-Motion produziert. Wir haben mit Book Creator und so weiter, Sie sehen dort, wo Grundschulbereich steht. Wir kennen die Grenzen nicht, aber wir probieren es. Und dann schauen wir einfach einmal. Und dass die Kinder zu Hause programmieren, sage ich Ihnen. Natürlich brauchen die uns nicht dafür, sind wir auch Eltern und Verwandte und andere Freunde, Freundinnen. Aber vielleicht ist es gerade der Impuls, sich für Dinge zu interessieren. Begeisterung, Motivation und konsequentes Handeln. Wir als Volksschule Viktor Kaplan im Herzen von Andritz stehen für Inklusion. Wir sind ein Standort, der seit vielen Jahren sich der Inklusion, den inklusiven Settings verschrieben hat. Wir achten sehr darauf, vom Kind aus, von jedem Kind aus, das Beste zu tun, so optimal als möglich wirksam sein zu können und sind ständig bestrebt, uns zu professionalisieren. Die Volksschule Viktor Kaplan in Graz-Andritz. 340 Schülerinnen und Schüler werden hier unterrichtet. Dabei wird in sämtlichen Bereichen auf Inklusion gesetzt. Nicht nur Kinder mit Behinderung sind hier längst keine Ausnahme. Seit dem Schuljahr 2017 werden nun auch Menschen mit Behinderung als Expertinnen und Experten in unterschiedlichen Bereichen des Schulalltags eingesetzt. Sie unterstützen dabei administrativ, in der Schulkantine, aber auch Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht. Das war jetzt ein kleiner Teaser. Wer möchte, darf sich das natürlich dann gerne weiter anschauen. Es soll ein Eindruck sein mit den Bildern, wie es einfach dann abläuft. Es wird wirklich miteinander gearbeitet und das Ganze niederschwellig und immanent. Es ist ein immanenter Charakter der digitalen Bildung und der Medienkompetenz. Wir sagen den Kindern eben nicht, das ist jetzt Kompetenz 2.1. In dieser Stunde werdet ihr, Sie verstehen, was ich meine,
Es ist wichtig, transparent zu sein in Bezug auf Kompetenzen und welche Kompetenzen es zu erlernen gibt. Aber im Primarbereich ist es als Einstieg einfach dieses Unterschwellige, Niederschwellige. Ja, das ist nicht geheim, es wird ganz klar und offen gelegt. Und dazu ist eben, warum das Ganze auch sprachlos heute heißt, nicht weil ich es wäre, sondern weil der Anteil an Kindern mit Mutismus, das heißt ohne Sprache, es gibt selektive Mutisten, die sprechen einfach gar nicht oder sprechen in der Schule nicht oder sprechen zu Hause nicht, die sind sprachlos. Sie haben die körperlichen, also die physischen Anlagen des Sprechens, aber es ist in der Psyche. Und auch da, wenn ein Kind nicht mit mir spricht, was soll ich dort beurteilen, was soll ich bewerten, benoten? Und hier war der Ansatz eben nicht sehr wissenschaftlich, weil hier kam die, bevor wir in die Forschung quasi gegangen sind, hatten wir das Problem. Das heißt, wir sind vom Problem aus, von dem aus der Praxis losgestartet. Wie können wir unterstützen? Und dazu noch die Mehrsprachigkeit, wurde dieses Material entwickelt. Vielleicht kennen Sie den Stift Tiptoe, diese Bücher für Kinder. Dann gibt es auch diese Möglichkeit mit anderen Arten von Stiften und selbst programmierbaren Punkten. Ja? Das heißt, hier wurde gemeinsam mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, wurde ein barrierefreier Zugang zu Sprache und zu Bildung geschaffen. Denn mit dem Stift kann drauf gelesen werden und es ist die Sprachausgabe, die dann hier ist. Das heißt, ich hätte Ihnen das gerne vorgeführt, aber der Zuständige, der Sister, ist gerade in England mit einem Kind mit Behinderung über einen Verein, um dort mit ihm zu lernen. Aber das wird in einem halben Jahr, kommt das in Buchform heraus. Wir haben nichts davon, sondern das ist rein die Sache dieses Unterrichtsassistenten. Per Definition ungeschultes Personal, sagt das Gesetz. Das ist so per Definition. Aber mit einer Begeisterung und mit einer Medienkompetenz und IT-Kompetenz, die er nicht in der Schule beigebracht bekommen hat, aber die im Gemeinsamen ein Wahnsinn ist, was sich entwickeln kann und ich nur dabei stehe und versuche zu fördern, zu unterstützen, wo ich kann, aber mit der Mund bleibt mir offen, was soll ich machen? Und es kommt aber keine Sprache heraus. Ein weiteres Projekt, Lesen und Erzählen. Es geht Freude am Lesen, Medienkompetenz, was machen wir? Kurze Videos, Stop-Motion-Filme, Fotostories. Wir haben auch Augmented Reality-Anteile, denn auch das ist in unserer jetzigen Zeit nicht mehr die Problematik. Es gibt eine Firma, die sich Eureka nennt, die zum Beispiel Poster und Lernkarten herausgibt, wo mit entweder dem On-Device, so à la Bring Your Own-Device, was in der Volksschule eher nicht wirklich so gang und gäbe ist, aber mit den Tablets gescannt werden kann. Und über die App werden die Organe sichtbar und die Muskelschichten. Ja, das können die Kinder selbst. Das ist in offenen Settings der freien Arbeit. Das Gleiche gibt es mit Verkehrszeichen. Das Gleiche gibt es mit Memory-Karten, wo dann auf einmal ein Wildschwein um einen Baum herumgeht und ich höre das Wildschweins. Ja, das ist einfach das Zusätzliche. Und ein englisches Buch wurde mit Augmented Reality vernetzt. Das heißt, die Kinder können hier die Bilder abscannen und es beginnt der Film dieses Bildes, dass er abgespielt wird. Der Link dazu ist in der Präsentation zu dem E-Book, das daraus erstellt wurde. Also auch diese Möglichkeiten sind da. Das stärkste im ganzen Land ist sehr sehenswert, ein Stop-Motion-Film, den vielleicht noch ganz kurz nachher anschauen. Das sind übrigens Projekte in der Vernetzung mit der Sekundaria 1, das heißt mit Gymnasien, die wir im Bildungsnetzwerk zusammengeschlossen haben. Diese Poster sind gemeinsam erstellt worden und werden demnächst am Riedteich in Andritz aufgestellt, finanziert von der Stadt Graz, wofür wir sehr dankbar sind. Auch das ist gemeinsam entstanden. Hier sind Kinder in verschiedenen, in altersheterogenen Strukturen, aber auch im Bereich der IT- und Medienkompetenz sehr heterogen, haben zusammengearbeitet. Digitalsdislozierter Sprachenunterricht und so weiter und so fort. Es geht für uns um die Teilhabe aller Menschen, die muss sichergestellt werden und dazu braucht es auch die IT- und Medienkompetenz, dazu braucht es die digitale Kompetenz, dazu braucht es ganz viel Fachwissen, aber auch ganz viel Begeisterung, die hoffentlich jetzt von meiner Seite auch gehört haben. Mein Team und ich arbeiten gemeinsam mit dem System Familie und den Kindern an dem, dass wir uns hier verbessern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.